Jetzt ohne Mikrofon. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt und ich darf als Berichterstatter den Herrn Vizebürgermeister Dr. Zöttl ersuchen. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, mein erster Tagesordnungspunkt geht um das Neuplanungsgebiet Ensdorf-Ost. Dieses muss wieder verlängert werden, weil die Zeit vorangeschritten ist und wir diese Verlängerung brauchen. Grund dafür ist, weil durch die Verhängung des Neuplanungsgebietes sehr viele Rückmeldungen gekommen sind in die Fachabteilung und die müssen alle aufgearbeitet werden. Und daher ist es notwendig, diese Verlängerung durchzuführen. Mir liegt keine Wortmeldung vor. Dann kommen wir gleich zur Abstimmung. Wer für diesen Antrag ist, bitte ein Zeichen mit der Hand. Ist jemand dagegen? Jemand stimmt Enthaltung? Das ist nicht der Fall. Der Antrag wurde. Entschuldigung, bitte, Herr Freiser. Eine Enthaltung, Kollege Freiser. Bitte, dein nächster Punkt. Bei meinem nächsten Tagesordnungspunkt geht es auch um eine Gestaltung und das ist die Gestaltung oben zwischen Finanzamt, Kreisverkehr und dem Werndl-Denkmal. Dort wird auch der Platz herausgeputzt und dementsprechend ordentlich gemacht. Auch mit Abstimmung mit den anderen Fraktionen möchte ich mich bedanken dafür, ist gut gelaufen. Werden auch Bäume gepflanzt und auf der Gehsteig ist auch verbreitert worden und auch zwei Lichtmasten werden noch gesetzt. Und dort ist aber das Problem, dass die Leitung schon so lange ist, dass diese zwei zusätzlichen Lichtinstrumente, Lichtmasten, es verlangen, dass eine neue Leitung gegraben wird, weil es einfach schon am Ende ist, das andere beziehungsweise nicht mehr die Leistungsfähigkeit hat. Und dafür müssen wir jetzt 23.978 Euro zusätzlich investieren. Bitte um Zustimmung. Ja, kann ich schon. Eingangs gesagt, es kann jedem empfehlen, sich die neu gestalteten Plätze anzusehen. Es ist wirklich ordentlich sauber und schön geworden. Auch in diesem Bereich, denke ich, ist uns was gelungen. Haben eh lang gewartet, aber es hat sein müssen und es ist schön geworden. Ist jemand gegen diesen Antrag? Übt jemand Stimmenthaltung? Somit wurde der Antrag einstimmig angenommen. Bitte, dein nächster Punkt. Danke. Der nächste Tagesordnungspunkt ist etwas Positives. Wir bekommen Geld von einer Förderstelle, 10% für Abwasserbeseitigung und da ja, müssen wir den Vertrag zustimmen, beziehungsweise die Fördersumme müssen wir dementsprechend beantragen und den Fördervertrag sozusagen beschließen. Ich bitte um Zustimmung. Wir sollten uns diesen Antrag in den Kalender eintragen, dass die Stadt Steiermark Geld von einer anderen Stelle bekommt und nicht hinauszahlen muss. Ist jemand dagegen, dass wir das Geld annehmen? Dem stimmt Enthaltung. Das ist nicht der Fall. Der Antrag wird einstimmig angenommen. Bitte der nächste und letzte Punkt. Bei meinem nächsten Tagesordnungspunkt geht es um eine positive Sache. Das ist der Verbindungssteg. Da bin ich natürlich dafür. Aber hier ist eine Honorarnote von 117.600 Euro für den Architekten oder die Architekten zu entrichten. Ist vielleicht unüblich, wenn man als Referent Bedenken hat. Ich möchte schon sagen, es ist wichtig, dass der Steg hinkommt und auch richtig, aber natürlich bin ich immer sehr sparsam und für mich ist der Betrag etwas zu hoch, darum werde ich mich persönlich der Stimme enthalten. Wünscht zu diesem Antrag jemand das Wort? Kollege Spöck, bitte, Markus. Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, beim letzten Mal in der letzten Gemeinderatssitzung habe ich ja eine leichte Rüge vom Herrn Bürgermeister gekriegt, weil ich einmal ein bisschen angegriffen habe. Heute mag ich genau das Gegenteil machen, zufälligerweise, weil ein bisschen ein Déjà-vu habe ich heute, weil genau dieselbe Thematik haben wir nämlich 2014 gehabt. Du hast noch nie eine Rüge gekriegt von mir. Na, ein bisschen eine schon, ich glaube. Dieselbe Thematik haben wir 2014 gehabt. Da haben wir uns, wir zwei damals, den Steg besonders gewünscht und geschaut, ob wir den irgendwie noch in die Planung reinbekommen mit der Fachhochschule. Damals ist es gescheitert, weil das Geld einfach nicht da war. Es war die Hochwassergeschichte da, wir wollten die Stiege runterhauen an die Enns, der Außenhörsaal, der Außenhörsaal war da und also es waren einige Themen, die Parkplätze drüben am Vorplatz der FH
Also es waren einige Themen und irgendwie war er sogar einmal drinnen, der Steg, in irgendeiner Zeichnung, war es vom Land oder war es von uns, das weiß ich leider nicht mehr. Aber wir haben uns dann ein bisschen geärgert, dass er im Prinzip so schnell wieder rausgefallen ist und wir im Prinzip wollten auch nicht damals den Steg alleine finanzieren. Das ist natürlich auch dazu gekommen, weil ja nicht nur wir den nützen, sondern der gehört auch dem Museum, da sind Touristen da und der gehört dann auch somit jetzt den FH-Studenten und auch den FH-Professoren, die den jetzt natürlich perfekt nutzen können als Verbindungsglied, als Verbindungssteg. Also umso mehr freut es mich, auch wenn vielleicht die Kosten jetzt hoch sind, was das du jetzt gerade angesprochen hast, dass wir das Projekt jetzt wirklich starten können. Das ist eine ganz tolle Geschichte, wenn wir endlich einen Verbindungssteg dort hier haben und wieder nicht um dieses Rieseneck rumrennen müssen, sondern die eine direktissima durch haben vom Parkplatz vor der FH bis zu den anderen Teilen um das Museum herum. Also Gratulation zu diesem Erfolg. Ja, vielen Dank. Gibt es noch eine Wortmeldung? Wenn das nicht der Fall ist, kann ich nur sagen, also die Planungskosten können wir zum Glück teilen, beziehungsweise wir tragen nur ein Drittel dazu bei, insofern ist der Schmerz auch ein bisschen geringer. Wir kommen zur Abstimmung. Wer für diesen Antrag ist, bitte ein Zeichen mit der Hand. Wer ist dagegen? Wer stimmt Enthaltung? Der Antrag wurde mit 3 Enthaltungen angenommen. Ich bedanke mich dafür und wir sind schon beim nächsten Tagesordnungspunkt, Änderung des Raumordnungsvertrages